Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Willkommen zu einem neuen Video. Vielen lieben Dank für die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und zwar auf Instagram und auf Snapchat. Alles lese ich jetzt direkt auf meinem Handy. Nehme jetzt gleich die Eskada mit, hole sie jetzt gleich mal von der Weide, dann nehme ich die auch ganz kurz mit und dann gehe ich ausreiten und dann gibt's das Video. Los geht's! Das ist der Stall, wo meine Pferde stehen. Der ist jetzt komplett leer, weil alle ja auf der Weide sind. Aber ich nehme jetzt mal meinen Putzkoffer mit und bringe den mal zum Putzplatz. Als nächstes hole ich jetzt noch Sattel und Zaum. Helm natürlich ganz, ganz wichtig und Beinschutz. Da ist mein Kasten. So unaufgeräumt schaut das hier aus. Hier liegen meine Handschuhe und meine. Das ist meine DIY-Hologerte, die ich selber gemacht habe. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann schau am besten da oben jetzt. Dann kannst du diese Hologerte super easy selber nachmachen. So, und mein Sattel. Sattel ist gecheckt und meine aktuelle Lieblingsschabracke. Am Weg zur Weide. So schaut das bei uns aus. Das Wetter ist ja bombastisch heute. So warm. Aber nicht zu heiß. Also für mich wäre es perfekt, wenn es so jeden Tag so um die 25 Grad hätte. Und das wäre halt ideal. Und meine Pferde stehen da ganz hinten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sie hole, muss ich auch ein bisschen Sport machen. So, der Strick von der Eskada ist immer der hier. Eigentlich ist das jetzt schon so ein kleines Follow me around, merke ich gerade. Das war eigentlich nicht so geplant, aber macht gerade Spaß. Da, kommen Sie. Und ich freue mich auf eine nette Runde im Wald. Ich bin schon mega gespannt auf die ganzen Nachrichten. Ich freue mich schon voll auf Snapchat und auf Instagram jetzt gleich zu schauen. Hab noch nicht reingeschaut, also ich möchte gleich so die erste Reaktion und den ersten Gedanken jetzt auch gleich dann filmen. Hier ist auch schon so ein Putzplatz. Pferd satteln und dann ab ins Gelände. Schönster Ort der Welt ist da im Gelände rumzugurken mit einem entspannten Pferdchen. Gell, Digi? Mit einer Hand hier den Strick anhängen. Mhm. Check. Mähnebürsten hat einfach so was Beruhigendes, finde ich. Und dafür verwende ich einfach einen ganz normalen, fertigen, schon sehr alten Kamm, Mähnebürste. Ziemlich schmutzig. Aber das ist einfach meine absolute Lieblingsbürste, in die rosa noch. Jetzt aufsatteln und am Anfang gehe ich immer nur aufs erste Loch hier beim Gurt. Dann langsam, langsam nachgurten. Und wir gehen eigentlich ziemlich oft gebisslos ins Gelände. So, Mähne noch ordnen. Ich reite heute mit einem Sidepull mit der Eskada. Ich reite eigentlich ziemlich oft auch gebisslos, weil ich das richtig gut finde und die Eskada macht auch ganz gut mit. So, Pferd ist jetzt gesattelt. Helm brauche ich noch, ganz wichtig. Nie ohne Helm, Ladies. Und eine Kameratasche. Ich bin da jetzt noch um. Jetzt geht's los aufs Pferd. Ich steige eigentlich immer von einer Aufsteighilfe auf, egal jetzt, ob ich das bei der Eskada mache oder bei der Rubinesca oder bei wem anderen. So viel Rücken schonen und ich steige von beiden Seiten auf. So, oder? So schaut das hier aus. Das ist nicht so elegantes Aufsteigen. Aber ja, und jetzt wartet ihr, dass Karab sein Leckerli gibt. Digi, gibt es ein Leckerli? Digeline. Gut, let's go. Dieser Sidepull gehört eigentlich meinem Freund und seiner Stute, seiner Pen-Stute Jessie. Aber ich finde diese Zügel auch sehr angenehm. Zum Ausreiten ist es super. In den Wald und alles ist so richtig schön kühl. Und jetzt packe ich mal mein Handy raus, was hier in dieser selbstgemachten Handytasche drinnen ist. Und zwar ist es einfach nur so eine Sonnenbrillentasche, die ich mir um 2 Euro beim Primark gekauft habe. Und wie du das da genau an deinen
Gürtel und sowas ranbekommst, da verlinke ich dir ein Video. Da habe ich ein einminütiges Do-It-Yourself dazu gemacht. Das ist so praktisch und damit nehme ich immer mein Handy mit für Ausritte. Einhorn oder Pegasus? Da sage ich definitiv Pegasus eigentlich. Hat Pegasus nicht eh auch ein Horn? Warum stehen wir da eigentlich als Kader? Kommen Sie. Let's go. Und Digi, wir müssen da vorne dann rechts. Bitte beachten Sie das, weil ich muss jetzt ganz kurz das Video machen. Eskadron oder HV Polo? Natürlich Eskadron. Bodenarbeit oder Halsringreiten? Bodenarbeit. Ausreiten oder in der Halle reiten? Ausreiten. Entweder springen oder Dressur? Springen. Willst du mal mit Eskada oder Rubiel springen? Ich bin mit Eskada schon einige Springturniere auch gegangen. Achtung, Gatschlocker. So, Digi, wir müssen da jetzt rechts. Hey, da geht ja von selber. Was geht? Hey, wir müssen nämlich darauf. Aha, warte, nein, da, ja, da. Ja, mega gut, wir müssen nämlich hier, braves Pferd. Super gut. Ich zeig dir jetzt nochmal die Stelle hier, die ich so mega schön finde. Da, ich schaue ein bisschen komisch aus mit dieser Tasche, aber ich habe hier auch dann meine Kamera nämlich dann verstaut während des Rittes, falls ich die Kamera jetzt mal nicht in der Hand halte. So. Okay. Eskada hat, glaube ich, ziemlich viel Luft im Bauch, dass sie da die ganze Zeit hier den Turbo anlegen muss. Blässe oder Stern? Boah, ist das schwierig. Stern, wobei ich Blässe auch unfassbar schön finde. Boah, das sind, jetzt kommen, glaube ich, die schwierigen Fragen. Eigenes Pferd oder Reitbeteiligung? Da kann ich auch ganz klar sagen, eigenes Pferd. Ich hatte ja auch Reitbeteiligungen und ich musste sagen, auch wenn du eine Reitbeteiligung, ich glaube, alle Eltern wollen das jetzt auf gar keinen Fall, dass ich sowas jetzt sage. Jetzt haben wir hier so ein kleines Mini-Hindernis. Ich glaube, alle Eltern wollen jetzt nicht, dass ich das jetzt sage, aber wenn du eine Reitbeteiligung hast, die so wie dein eigenes Pferd ist, ich kann dir sagen, es ist trotzdem ein ganz anderes Gefühl, wenn es ganz deins ist. Wenn du weißt, es ist komplett dein eigenes Pferd. Ich kann dir sagen, es ist wirklich ein anderes Feeling. Also definitiv eigenes Pferd. Bandagen oder Gamaschen? Das ist meine absolute Lieblingsfrage. Ich habe auch gehofft, dass das in diesem Video vorkommt, also bei den Fragen. Definitiv Gamaschen, weil Bandagen finde ich zwar schöner. Achtung. Die Gicht. Finde ich zwar schöner, viel schöner finde ich Bandagen, vor allem wenn sie mit so einer schönen Skiunterlage halt schön gewickelt sind. Die bitte bleiben sie am Weg. Das schaut, finde ich, richtig schick aus, also auf allen vier Beinen. Nur das Ding ist, es dauert einfach so lange. Und bei Gamaschen mache ich zack, zack und schon sind sie oben, deswegen definitiv Gamaschen. Falls ich jemanden finden würde, der sagen würde, hey Anita, ich werde dir gerne jeden Tag auf deine Pferde Bandagen drauf geben und die dann wieder aufrollen und die waschen und alles, gerne. Aber sowas gibt es halt nicht von dem her, Gamaschen-Ladies. Offenstall oder Box ist auch eine ganz interessante Frage. Also wenn du sagst Box ohne Freigang, dann würde ich definitiv sagen Offenstall. Was ich auch richtig cool finde, ist Laufstall, wo die Pferde in so einer Gruppe zusammen sind am Abend. Das hatte der Rubien auf der Fohlenweide, wo er früher war, auf der Hengstweide, wo er aufgewachsen ist. Und den ganzen Tag oder das ganze Jahr war er sogar dann draußen auf der Wiese. Also mir ist einfach eine artgerechte Haltung mega wichtig. Meine Pferde kommen den ganzen Tag raus und am Abend sind sie dann in der Box. Aber auf gar keinen Fall stundenweise. Also ich hasse das, wenn Pferde nur stundenweise rauskommen. Deswegen bei meinen Pferden ist das so lang, wie es geht, von früh bis Abend. Reitstiefel oder Chaps ist die nächste Frage. Definitiv Reitstiefel. Ausritt oder Bodenarbeit? Das ist auch eine schwierige Frage, weil ich mag beides extremst gerne. Ich glaube Ausritt. Strand oder Wald? Boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Weil Wald habe ich immer, Strand habe ich nie. Also ich bin einmal am Strand ausgeritten. Das war letztes Jahr in St. Peter-Ording in Deutschland. Es war unfassbar schön und ich würde so gerne mit meinen eigenen Pferden mal an der Nordsee reiten. Das wäre mein ganz großer Traum, mir irgendwo so ein Haus zu mieten, so ein Ferienhaus mit meinen Pferden dahin zu fahren und dort vielleicht für 2 Wochen oder sowas zu bleiben. Das wäre wirklich, das gehört zu meinen größten Träumen. Das habe ich auch in mein Trainingsbuch eingeschrieben, bei meinen Zielen. Ja, es hat sich noch nicht ergeben. Aber wenn ich mich entscheiden müsste für immer und ewig Strand oder Wald, boah, das weiß ich nicht. Wie würdest du dich entscheiden? Strand oder Wald? Das hat alles seine Vorteile. Ich glaube Wald. Ich glaube wirklich Wald. So nett, da durch den Wald zu galoppieren. Hopp, hopp.
Jetzt eine richtig schwere Frage. Das ist eine richtig schwere und arge Frage von Mimi-Mai-Darling. Ein Fohlen noch von Rubinesca oder ein Fohlen noch von der Escada? Das Ding ist, ganz ehrlich, die Rubinesca ist auch schon ein bisschen zu alt. Also jetzt mit 21 möchte ich einfach nicht, dass sie noch ein Fohlen bekommt. Vor allem, ich wüsste nicht für wen. Ich habe jetzt 4 eigene Pferde. Ich glaube, es ist genug. Von der Escada, ich werde so oft gefragt. Also ich glaube, ich werde unter jedem Video Minimum einmal gefragt, ob ich nicht ein Fohlen von der Escada haben möchte und warum ich die Escada nicht decken lasse. Also aus aktueller Sicht ein Fohlen von der Escada. Aber ich möchte einfach kein Fohlen von der Escada, weil ich weiß, weil die Escada ist mein erstes Pferd. Und wenn ich jetzt von ihr ein Fohlen ziehe, dann kann ich es nicht hergeben. Das könnte ich einfach nicht übers Herz bringen. Sie ist halt einfach mein... Kennst du das, wenn man so ein Lebenspferd hat, wenn man sagt, okay, das ist jetzt so mein Lebenspferd und die Escada ist mein Lebenspferd und ich kann mich einfach 100% auf sie verlassen und wir gehen einfach durch dick und dünn, gell, dicke Lina, und du bist halt nur dick. Und ich habe auch zugenommen, also gleich und gleich gesellt sich gerne. Ich könnte das Fohlen nicht hergeben und das Fohlen, ich weiß ganz, ganz, wäre halt mega schön. Vielleicht, weiß nie, sag niemals nie, vielleicht ist es in ein paar Jahren so weit, dass ich sage, okay, aber aus aktueller Sicht nein, weil ich 4 Pferde habe und damit komme ich gut durch den Tag, damit kann ich mir das gut einteilen, auch mit meiner Arbeit. Ich glaube, das Fohlen würde ich mir von der Escada behalten und dann 5 eigene Pferde und ich mache das alleine. Dann müsste ich halt schon meinen Job aufgeben oder YouTube aufgeben. Beides möchte ich halt nicht. Deswegen, vielleicht, wer weiß, vielleicht ergibt sich's mal, aber momentan noch nicht. Und falls es soweit sein sollte, gebe ich Bescheid, aber es schaut aus, momentan zu 90% nicht. Ich reite jetzt gerade schon an der Koppel vorbei mit Escadas Turbo, bin jetzt gleich wieder im Stall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke dir da jetzt noch 2 weitere Videos und wenn du nicht möchtest, dass du ein weiteres Video verpasst und wenn du möchtest, dass wir uns doch mal irgendwann mal sehen, dann kostenlos abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi!